Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Demon's Souls. Ja, in der letzten Folge sind wir in der Mine gelandet. In der letzten Folge haben wir verzweifelt versucht, den Dämon, den Flammenschleicher zu töten. War das... Never mind. Falsche Richtung, es tut mir leid. Ich habe gestern halt auch genommen. Müssen wir das jetzt verwenden? Weil wir sind ja, glaube ich, schon unten. Ich glaube, wir können hier lang gehen. Ey, diese... Es ist so bescheuert, was für eine geringe... Was für ein geringes Erinnerungsvermögen ich teilweise habe. Konzentriere dich auf Lichter. Ja, man muss halt irgendwie einmal in die Nähe davon gehen. Damit es explodiert. Ja, wir werden heute Seelenfarmen. Viel Seelenfarmen. Um Heilung uns zu kaufen. Um tatsächlich eine bessere Waffe uns für den Flammenschleicher anzueignen. Geplant ist vielleicht das Katana. Einsteinscherbe. 5 Hartsteinscherben, schön. Weil, ja, mit dem Großschwert wird nichts und die Spitzhacke macht, glaube ich, wirklich viel zu wenig Schaden, als dass es sich lohnen würde, mit der da irgendwas zu versuchen. Die beste Option ist Hammer. I don't have a Hammer. Wer winkt denn da so bekloppt? Eine Person wartet. Sie ist legendär. Das ist die tatsächlich. Nimm dich in Acht. Hier ist ein Lügner. Hass. You're not mad like the rest, are you? Well, what jolly traveling companions are we? Pleased to meet you. Call me Patches. Ooh, see that treasure over there? Go on and take it. My gift to you, just to show that we're friends. Whew, glad to meet you. These soul-starved imbeciles will drive you mad. Es ist so fies, dass Patches jetzt eine Mundanimation hat. What's the matter? Now I'm going out on a limb here. Give me a chance to prove my good faith. Ja, mein Gott. Bevor wir uns verarschen lassen. Es gibt ja offensichtlich... Ach ja, stimmt. Hier ist irgendwo der Käfer zu Tode gefallen. Also nicht hier, wahrscheinlich irgendwo ja, von da oben irgendwo da. Keine Ahnung, ob der da noch liegt. Da ist auf jeden Fall noch ein Lebendiger. Mich jetzt schon gesehen hat anscheinend. Schön. Seele eines angesehenen Helm. Dann ich hier nach unten. Und hier aus. Ja. Alter, Fallschaden ist ja auch in diesem Spiel. Ach lol, hi. Remember me? Oh ja, klar. Ich hab dich literally gar nicht gesehen, Dude. Befleckter Mann. Ja, das ist gelingt. Du hast es nicht gehört, bruh. Ich mach keinen Schaden. Das macht auch nichts. Gottes Willen. Und dann noch so nah an einem Abhang. Das macht mich wahnsinnig. Ja, so mache ich halt wenigstens moderaten Schaden an den Dingern. Zack. Eins tot. Nächste tot. Ich muss dich jetzt nur hier hinlocken.
darf nicht nach unten fallen. Nur noch zwei Stück, aber die sind gerade irgendwie ein bisschen beschäftigt. Ja, ich würde gerne handeln. Ich würde gerne sehen, was du hast. Große Sachen hat der Shit. Toll. Hast du irgendwas? Deep below this mine, there's a dragon shrine filled with dragon bones. Well, according to that Skirver anyway. I'm not about to go and find out. Those bear bugs scare the living daylights out of me. Aber Sichelmungras 150. Ein paar davon. Aber dann bin ich zumindest ein bisschen ausgerüstet. Für zumindest das, was hier kommt, I guess. Vorsicht vom Monster weiter vorne. Ja, wer hat's gedacht, ne? Vorsicht Monster weiter vorne. Ha! Okay, die sind aber gar nicht mal stark. Oder auch doch? Hä? Was? Was zum Teufel? Wie kann das sein, dass ich gegen das eine Viech da so viel Damage gemacht habe und... Musst du erstmal deine Animation durchlaufen? Ja, okay, tatsächlich am Schädel sind die dann anfälliger für Damage, alles klar. Seele eines berühmten Kriegers. Wenn er berühmt ist, habe ich die Hoffnung, dass er auch mehr wert ist. Lauf einfach durch. Ja, okay, komm, zu Patches kommen wir, glaube ich, leichter. Einfach durchlaufen, hat mir die Nachricht gesagt, mit 1000 Bewertungen. Okay. Seele eines berühmten Kriegers. Was ist... Oh Gott. Gott. Rechts. Ich habe da links einen Käfer gesehen. Damn, Alter. Nein, 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 nein. Genau. Du läufst schön weiter. Und ich kann jetzt an dir vorbeilaufen. Ich habe halt keine Ahnung, ob das richtig ist oder ob das geht. Okay, es geht offensichtlich. Ja, I see you. Was heißt hier rechts? Von welcher Seite rechts? Okay. Mach halt keinen Schaden, ne? Ja, was ist das für ein kläglicher Shit? Der mehr als ein Boss. Okay, wo geht's denn hier lang? Zu einem Loot. Augit der Führung, okay. Wenn ich jetzt basically hier runterfallen kann. Könnte. Da, wo ich gerade war. Mit dem leuchtenden Ding, genau. Okay. Magst du auch mal ausgelöst werden? Ich bin da legit durchgewatschelt. Okay, ich könnte es vielleicht noch ein bisschen weiter holen. Und dann könnte ich daran vorbei. Aber dann komme ich auch nicht mehr zurück hierhin. Wer oder was ist hier warum gestorben? Ich bin stark. Am I? Ich. Rachenlangschwert plus 1. Macht Feuerschaden. Gut, hier gegen Feuergegner wird es wahrscheinlich nichts bringen. Ein gewöhnliches Schwert mit gerader Klinge. Solche Schwerter sind zwar sehr gewöhnlich, aber vielseitige Waffen. Rüsten wir es doch mal aus.
Ja, wenn das halt auch Damage machen würde gegen den Flame Lurker, why not? Hier ist es sicher. Oh Gott. Mit Lava. Okay, Lava macht Damage. Lava macht unnormal viel Schaden. Dieses. Ich wollte jetzt nicht das aufbauen. Ja, okay, was gibt's denn hier noch? Damn, Alter. Ja, okay, ich verbrauche jetzt alle meine Heilung. Das ist aber okay. Daran gemessen, dass ich ja sowieso nicht vorhabe zu überleben. Okay, ins Lager senden damit. Gräber. Durch, okay. Okay, hier kann ich noch weiter woanders hingehen. Aber hierhin ist ja nochmal Loot, ne? Und auch noch ein Weg. Kerbe. Okay. Upgrade-Materialien. I take it. Du bist so halb groß. Aua. Ja, okay. Damit kann ich leben. Solange du mir jetzt nicht meinen Weg versperrst. Wirkt halt aber gerade ein bisschen so. Okay. Oder auch nicht. Komme ich einfach ran? Tatsache. Bin ich etwa hier? Das ist der Weg. Okay. Also ich war hier tatsächlich noch nicht in diesen Höhlen, weil mich diese Käfer immer abgeschreckt haben. Aber jetzt war ich mutig. Oh, Alter, dieser riesige Tunnel ohne irgendein... nichts. Was ist das für eine furchtbare Kacke? Ich will nach Hause. Same sis. Zeit für fliehen. Ist das der Flame Lurker? Das ist der Flame Lurker. Ja, was soll ich denn machen? Oh Gott, erstmal vergessen, dass die hier existieren. Okay, Drachenlangschwert wird nichts bringen. Also Feuerschein gegen den, I doubt it. Umsäbel. Aber das macht auch eigentlich normalen Angriff, ne? Also normalen Schaden. Das macht mehr Damage natürlich. Der macht. Ja. Wir können es ja versuchen. So, was ist das Schlimmste, was passiert, ne? Also, dass ich sterbe, klar, aber wer weiß, vielleicht schaffe ich den ja sogar. Das wäre bitter. Das wäre sehr weird. Hi, ich möchte meine Seelen haben. Das ist ja gar nicht mal viel. 10. Da mache ich ja tatsächlich mit meinem. Komm. Ich kann ihn ja ein bisschen lernen, ne? Zack. Was versteckst du eigentlich hier? Aua. Eigentlich wollte ich nichts mich heilen, aber wenn hier schon Loot ist, Seele eines berühmten Helden, dann kann ich hier ein bisschen durchlaufen. Ungefähr, versuchen. Ich habe, glaube ich, mal sogar ein Tipps-Video gesehen, wie man sich vor dem Flame Lurker verstecken kann. Drachensteinklumpen. Ich habe das Gefühl, da kann ich diese schöne Feuerwaffe mit upgraden. Ja, okay, und das war es jetzt alles. Das ist... Komm. Zack. Aua. Da
Da, das war eine tolle Hitbox, dass der über mich geschlagen hat. Ja, Flammschlag, ja, fürs Riesenschwert ist das leider ein bisschen zu. Also keine Sorge, ich wollte sterben. Also ich hatte jetzt kein Problem damit. Hatches ist da unten, da können wir wieder hingehen. Würde aber sagen, wir kehren erstmal zum Nexus zurück und farmen irgendwoher Seelen. Oder bin ich jetzt alle? Weißt du was? Ich habe in keinem Spiel, kein Souls-like, jemals alle diese Seelen verwendet. So. Also, who the fuck cares? Zack. So, ich möchte... Das lasse ich erstmal. Ja, dann würde ich gerne... Oh, mein Katana... Waffe aufwerten. Wobei, lass mich das erstmal kurz ausrüsten, bevor ich jetzt irgendwas upgrade, was ich im Endeffekt gar nicht haben möchte. Aber der Einschlag, den kriege ich hin. Was? Warum? Okay, wenn ich das nicht ausrüste, dann kann ich ja aber hier Sachen ausrüsten. Ja, schon mal so ein bisschen Rüstung, ne? So. Ich weiß, dass du das kannst und das würde ich jetzt auch gerne tun. Farbsteinscherbe. Davon brauche ich einiges. Dafür habe ich das sogar fast alles. Ja, ich weiß. So, dann kann ich jetzt dem Dude hier gehen. Beziehungsweise ich kann ja mal unten, nach unten zu dem anderen Typ da. Was ist mit meinem Greenscreen los? Einen Augenblick. Darum kümmere ich mich ein bisschen später. So, ich bin ja noch zu sehen, aber mein Kopf guckt meine Kopfhörer irgendwie nicht. Zack. Jetzt sterben und zweimal sterben und alles verlieren. Dann müsste ich sehr viel arbeiten, mental, dass ich nicht komplett abbrechen wollen würde. Ich möchte nur wissen, was du da unten zu verkaufen hast. So, und ich glaube, mit Halbmondgras fahre ich auch besser als mit dem anderen Gras. Ja, das kann ich halt auch machen, so. Nee. Waffe aufwerten. Okay, der braucht trotzdem natürlich noch dieselben Sachen. Skaliert halt auch mit Geschick schon besser, aber... ja. Weil das Ding ist, warum ich jetzt unbedingt auch diesen Boss töten möchte, ist, wenn wir diesen Boss töten... bekommen wir die Möglichkeit auf Bosswaffen. Ja, ich will einiges davon kaufen. 40 jetzt nicht, aber ich brauche 6. Dann brauche ich 14, 13, um auf Plus Dingen zu kommen. Okay, man kann hier einfach runterspringen. Das ist ja einfach... Waffe aufwerten. Ja. Jetzt brauche ich halt wieder 8, um noch weiter aufzu. Das würde das die Skalierung verbessern, aber. Scheiß. Das würde Gift hinzufügen. Ich weiß nicht, ob der Flame Lurker. Doch, der Flame Lurker müsste. Giftschaden kassieren. Eigentlich. Ja, ich glaube, ich kaufe noch einmal
8 Stück für 4000. Oder? Ich glaube, mit für 10.000 muss ich mir halt Heilung kaufen. So, wir werden schauen, ob das ausreicht, ne? Vor allem, ich glaube, bei der Dame im Käfig ist es am günstigsten und am leichtesten gerade zu erreichen für mich. Wäre natürlich immer noch Schnieke, wenn der Dude, den wir in dem einen Kerker gefunden haben, oder in der Kanalisation, dass der einfach zum Nexus wandern würde. So, wie viel Damage? Fast so viel wie mein Schwert und deutlich schneller. Müsstest du nicht in einen von den Dingern sein? Ich bin mir halt natürlich nicht maximal sicher, wo die gute Dame ist. Aua. Beweg dich. Was war das für ein Move? Bam. Interesting. Dauert unfassbar lange, aber ich glaube, die ist hier. Perfekt. Gefunden. I've known better days. Ja, ich weiß, dass es dir schon mal besser. Du hast nur Vollmondgras. Never mind then. Weil das ist mir dann doch ein bisschen. Ja, okay, dann muss ich doch wieder zu dem Händler in Boletaria Castle gehen. Oder ich versuche mich an den Skeletten in der Kanalisation. Auch wenn ich daran echt gar kein Interesse habe. Ich hoffe einfach mal, dass dieses Ding, also diese Waffe, auch Schaden am Flamelurker macht. Und das jetzt nicht wirklich einfach ein Kauf für nichts war. Es gibt auch keine Möglichkeit, mit irgendeinem Item mich einfach zu teleportieren, oder? Kann halt mich umbringen. Ja, das wird einfach eine bisschen längere Folge, ausgedehnter, um halt zu farmen, ne? Das ist nichts, was irgendwie Spaß macht, worauf ich auch Bock habe, was ich euch unbedingt zeigen möchte. It's just something I have to do. Nexus. Ja, und dann Boletaria, wa? Boletaria Iris. Fast tot. War das Herrschers Vorburg? Ich weiß nicht, ob das sogar noch näher ist, aber ich glaube nicht. Tada. Ja, jetzt kann ich hier durchwatscheln. Ja, und ich meine, da schaffe ich es auf jeden Fall durch. Hatte ich nicht so viel mehr von diesem Gras gekauft? Ich habe irgendwie 20 Stück gekauft, als ob ich 20 verwendet habe. In diesem Dreckstunnel. Naja, komm, lassen wir mal den Drachen. Wir könnten den Drachen natürlich auch versuchen zu töten. Der gibt auch natürlich mächtig Seelen. Aber okay. Boah. Beweg dich. Jetzt zu sterben wäre natürlich super peinlich. Aber alles gut. Noch. Gerade so. Nimm das nicht für selbstverständlich. Dass ich das überlebt habe. So, ich weiß, hier gibt es dich.
Ja, guck, du bist aber schon auch ein One-Hit. Nice. Das war nicht genug Seelen, als dass es sich jetzt lohnen würde, eins dieser Gräser zu kaufen, aber ja, it is what it is, ne? Hi. Davon würde ich gerne einiges haben. Wir mal 20 und davon den Rest. So. Damit könnte ich es jetzt... wobei... eine Seele weiß ich, die ich nicht... hier. Diese Seele. Aber ich glaube, die kann ich verwenden. Und ich glaube auch... die hier. Ja, die gibt ja auch fast gar nichts. Noch ein paar davon. Jetzt fühle ich mich wieder ein bisschen besser. Ja, komm, da kaufe ich doch noch eins, wenn ich jetzt schon das habe. So. Ja, ich weiß, dass ich davon... Ich dachte, die werden automatisch zu meinen Kack-Dingens geschickt. Ja, wir gehen einfach ganz normal zurück, wie ganz normale Menschen. Da nicht sterben. Also nicht so toll. Wir könnten natürlich auch nach Oberlatria gehen und da versuchen, Gegner zu töten, weil die würden definitiv mehr Seelen droppen. Ich kann dich doch garantiert hier hinschicken, dass du hier aktiv wirst, genau. So. Ja, da wollte der was von mir. Okay. Das ist okay, Schaden. Nochmal 5. Ja, 50 Seelen, ne? Es ist halt gar nichts in diesem Spiel. In einem Spiel, in dem Heilung halt nicht selbstverständlich ist oder sich nicht auffüllt, ist das wirklich sehr, sehr wenig. Aber es ist zumindest das einzige Spiel von Demon's Souls, in dem... Ja, nee, Bloodborne auch. Bloodborne auch, aber Bloodborne ist da deutlich leichter. Beziehungsweise deutlich großzügiger, was das angeht. Aber ja. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Für diese kleine Farming-Folge. Ich hoffe, ihr hattet dennoch Spaß beim Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bye, bye.